Ja, los geht's, klar, Alex. Keine mehr. Ja, wir sind wieder da und machen das hier noch fix. Denn... Okay. Ah, Mist. Oh, shit. Einsammeln. Ja, einsammeln. Ah, wir versuchen es einfach. 83. Das könnten wir schaffen. Defense, scheiße, ich wollte eigentlich... Oh, Mist. Ja, 83 könnten wir schaffen. Am Arsch könnten wir das. Ja, schreite mich in die Sonne, ey. Das kotzt mich an, dieses Einsammeln. Wer hat das erfunden, ey? Gott verflucht seid ihr, fucking Entwickler, ey. Fürs Leben hasse ich euch. Sure you can. Sure you can. Mist, 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 Mist. Ich hab dann eine Idee, einen Plan. Aber ich weiß nicht, ob ich das umsetzen kann. Nee, kann ich nicht. Natürlich nicht. Scheiße. Ich wollte irgendwie, dass die Special-Attacke machen, aber die war überhaupt gar nicht verfügbar. Ich hab kaum noch Kraft. Mein Kostüm ist im Arsch. Und mein Arm ist auch gebrochen. Kaputt. Nicht bewegbar. Was auch immer. So. Sag, schreib schon mal dein Testament. Kami. Kami. Ich kann es nicht schaffen. Ich kann es einfach nicht. Kami. Kami. Verdammt. Ich versuch's einfach. Vielleicht klappt das ja. Ich habe keine andere Wahl. Ich muss ihn jetzt besiegen. Komm noch, Winzling. Du hast keine Chance gegen mich. Oh, ein Zwischensegment. Meister Kaio? Ja, wir sprechen... Also, wir. Ich sag, ich soll mir das abgewöhnen. Son Goku spricht durch Meister Kaio, durch seinen Sohn. Der natürlich jetzt zum finalen Move antritt. Was ziemlich geil aussieht an dieser Stelle. Das Vater-Sohn-Kamehameha. Schön im Hintergrund Son Goku zu sehen. Und ich muss gleich wieder drücken, wahrscheinlich. Ja. Komm, wär doch grün. Yeah. Aus der Atmosphäre raus. Alter, was ein Ding. Das geht ja bis nach ganz nach hinten. Das war's mit Cell. Cell ist Geschichte. Wir wünschen uns vom Drachen natürlich, dass er alle Opfer wiederbelebt, die durch Cells Tod gestorben sind. Außer Son Goku. Ja, richtig. Son Goku bleibt im Jenseits. Er hat sich verabschiedet von allen und hat beschlossen, natürlich im Jenseits zu bleiben, weil er denkt, dass er Bösewichte, also Gegner, wie heißt das dann noch gleich, anzieht. Und deshalb hat er beschlossen, im Jenseits zu bleiben. C18 verbündete sich nach dieser Sache auf die Seite der Z-Krieger. Er klatscht ihm einen, aus welchem Grund auch immer. C18 mit neuen Klamotten. Oh la la. Aber er schaut immer noch bekifft. Aus welchem Grund auch immer. Also, ciao. Oder nee, peinlich. Irgendwas mit peinlich, glaube ich.
Ich weiß nicht, worum es da geht, aber ich würde es zu gern wissen. Krillin hat sich natürlich in C18 verliebt. Also, wer das nicht weiß. Und möchte sie fragen, ob sie mit ihm Rendezvous oder ausgehen möchte oder sonstiges. Und sie natürlich, nein, mit der Glatze doch nicht. Weil C18 wurde wiederbelebt von Shenlong. Korb. Er hat einen Korb bekommen. Das tut mir leid. Oder doch? Hey, Süßer, die will ein Date mit dir. Und dennoch, und trotzdem ist alles glatt gelaufen für die... Oh mein Gott, peinlich. Dennoch ist alles glatt gelaufen für die Z-Krieger. Die haben das Ganze mit Bravour bestanden. Und haben Cell freigeschaltet, Gohan, Angels, Halo, Angel Wing, Kostüm und oh, wir gucken uns gleich mal an, was wir alles haben. Oh, Wallpaper, both Vegetas was added to the extras. Yeah, wir haben Wallpaper freigeschaltet. Es geht hier weiter mit Fiedel. Ja, aber ich muss ja nur die beiden Sachen noch hier unten machen. Aber die mache ich dann im nächsten Part, weil ich jetzt wirklich keinen Bock drauf habe. Yay, Vegeta. Neuen Wallpaper haben wir freigeschaltet. Both Vegetas. Hä? Okay. Beide Vegeta, aber ist irgendwie Trunks zu sehen. Na, okay. Customize. Können wir uns jetzt... Oh, haben wir vieles freigeschaltet. Ah, das ist doch schon mal schön mit anzusehen. Gohan, zweifacher. Wer ist denn da unten? Ah, Trunks. Okay, was sollten wir für Kosten? Bearbeiten, genau. Man kann bearbeiten, wie ich das schon ziemlich am Anfang vom Spiel sagte. Aber irgendwie klappt das nicht so, wie ich mir dachte. Weil irgendwie geht das Ganze gar nicht. Man kann es zwar kaufen, aber eigentlich sollten... Es gibt halt verschiedene Sachen, die man sich natürlich doch zulegen kann. Und eigentlich sollte das so kleidungsmäßig da sein, aber ich finde hier nichts. Aber auch nichts. Shirt. Ein Schwert. Ich weiß nicht, ob das... Ein Gürtel, Misk, Weapon. Na, ich hab wirklich... Keine Ahnung. Open Slot 1. Wir haben so viele Punkte. Ich werde wahrscheinlich, wenn ich das die Story durch habe, werde ich mal Charaktere anpassen. Und ihr könnt mir gerne schreiben, wie ich sie anpassen soll. Also ich werde mal einen anpassen. Und dann wisst ihr genau, wie man die Leute hier anpasst. Und ja, vielleicht bekommt ihr dann auch Bock, mir zu sagen, hey, pass mal so und so an. Ich möchte, dass Piccolo eine Mütze trägt und so ein Goku Shorts und was auch immer. Ja. Bis dahin wünsche ich euch noch ganz viel Spaß und wir machen dann das nächste Mal weiter. Und zwar hier, merke ich mir das, damit ich nicht durcheinander komme. Also, tschüss, bye bye, viel Spaß, sayonara, das wie dann ja, und was auch immer.